freue mich, dass Sie alle hier sind. Für mich ist das eine Premiere. Ich glaube, für uns alle ist das eine Premiere, dass wir mit Schülerinnen und Schülern diskutieren. 150 Schulklassen haben sich beworben. Sie sind ausgewählt worden. Also insofern nochmal ganz herzlich willkommen bei uns hier in der Bundesbank. Warum Schülerinnen und Schüler? Ist ja vielleicht erklärungsbedürftig. Also meine persönliche Erfahrung bislang war auch bei Interviews beispielsweise, dass die besten Fragen eigentlich von Schülern kommen, weil die Journalisten oder auch die Fachleute so stark involviert sind in ihrem Bereich, dass sie im Grunde in sehr engen Bahnen denken. Und die innovativsten, außergewöhnlichsten Fragen, die kommen von Schülern oder von Leuten, die sich so intensiv mit den Themen noch gar nicht auseinandergesetzt haben. Ja, wir kommen jetzt zu Ihren Fragen und ich würde sagen, wir fangen hier vorne an. Also mein Name ist Paul Stuhl, wir kommen vom Wirtschaftsgymnasium Quedlinburg und meine Frage lautet, welche geldpolitischen Maßnahmen kann der EZB-Rat noch ergreifen, falls die Inflationsrate weiter zurückgeht und vielleicht Deflation entsteht? Sind nicht jetzt schon mit einem Leitzins nahe 0% alle Möglichkeiten ausgeschöpft? Also da sind wir ja genau im Kern der geldpolitischen Diskussion und im Grunde könnten wir da die nächsten 2 Stunden drüber reden, weil genau das die Fragen sind, die wir im Moment im EZB-Rat diskutieren. Wir haben ein sogenanntes konventionelles Instrumentarium, also das, mit dem wir normalerweise handeln, das sind die Leitzinsen. Das heißt, damit verbilligen wir oder verteuern wir das Zentralbankgeld, das wir zur Verfügung stellen und das die Banken bei uns abrufen, um wieder selber handeln zu können, selber Kredite zu vergeben. Das ist der normale Übertragungsweg unserer Politik. Aber da sind wir, wie Sie ja schon zu Recht dargestellt haben, im Grunde am unteren Ende angekommen und das haben wir auch in der Vergangenheit betont. Bei den Leitzinsen ist nichts mehr drin, da sind wir an der sogenannten Nullzinsgrenze angekommen. Und insofern geht es jetzt darum, welche zusätzlichen Maßnahmen hat denn die Notenbank, um am Ende die Preise zu beeinflussen. Das ist ja unser primäres Ziel, eine Geldwertstabilität zu sichern in einer Definition, die wir uns selbst gegeben haben. Und da gibt es durchaus Möglichkeiten. Wir haben ja schon Maßnahmen weit die normale Leitzinsschraube hinausgehend ergriffen. Wir stellen sehr langfristige und sehr gezielte Liquiditätsoperationen bereit, wo wir den Banken unter bestimmten Bedingungen sehr günstig Liquidität zur Verfügung stellen. Wir haben auf verschiedenen Märkten Vermögensgegenstände aufgekauft, also um es konkret zu machen, sogenannte Pfandbriefe oder Asset-Backed Securities. Das sind im Grunde auch verbriefte Forderungen, also wo Kredit vergeben wird und dann ganz viele Kredite gebündelt werden. Und das kann dann wieder verkauft werden. Das ist das, worum es da eigentlich geht. Das kaufen wir auf. Und die Intention ist aber immer die gleiche, dass am Ende die Zinsen sinken. Leitzinsen können wir nicht mehr nach unten drücken. Was wir jetzt machen wollen, ist im Grunde die Zinsen anders. Es gibt ja ganz verschiedene Zinsen. Es gibt Zinsen auf Zentralbankgeld, es gibt Zinsen auf ein Sparkonto, es gibt Kreditzinsen beispielsweise, es gibt sehr langfristige Kapitalmarktzinsen beispielsweise auf Staatsanleihen einer bestimmten Laufzeit. Und worum es jetzt geht, ist, die Zinsen am kurzen Ende, die sind im Grunde schon so weit unten, dass sie nicht mehr fallen können. Jetzt geht es darum, dass man die Zinsen am längeren Ende des Marktes, dass man die nach unten drückt. Und das sind die Ideen hinter diesen, ganz grob gesagt, hinter diesen Kaufprogrammen. Meine Frage an Sie wäre, ist es möglich, dass die Europäische Zentralbank pleite geht? Ja, im Grunde nicht. Das heißt aber nicht, dass das eine irrelevante Frage ist für uns. Im Grunde deswegen nicht, weil wir die einzige Institution sind, die das schuldbefreiende Zahlungsmittel selbst herstellt. Also ganz einfach ausgedrückt, wenn wir eine Rechnung bezahlen wollen, dann können wir das Geld, um die Rechnung zu bezahlen, natürlich drucken. Ob das das Vertrauen stärkt in die Notenbank, ist eine andere Frage. Insofern, um das technisch auszudrücken, können wir natürlich mit negativem Eigenkapital, das ist ja der technische Begriff für Insolvenz, können wir natürlich mit negativem Eigenkapital funktionieren und operieren. Das führt uns aber relativ schnell, wenn das ein bestimmtes Ausmaß überschreitet, in sehr schwierige Diskussionen, die auch unsere Unabhängigkeit infrage stellen können und das Vertrauen der Bürger in ihre Notenbank. Zum einen, weil man irgendwann darüber sprechen wird, die finanzielle Unabhängigkeit der Notenbank wiederherzustellen, indem der Staat sie rekapitalisiert, dann zahlt der Steuerzahler. Oder wir tragen so lange Verluste vor uns her,
dass wir auch keine Gewinne ausschütten. Das merkt dann auch irgendwann der Steuerzahler, weil der Finanzminister kein Geld mehr bekommt. Und wenn sich diese Schere immer weiter öffnet, dann haben wir natürlich auch ein Problem, weil dann viele Bürger, glaube ich, das Vertrauen in die Werthaltigkeit unserer Bilanz und unser Tun insgesamt verlieren werden. Deswegen ist die Frage technisch einfacher als in der Praxis. Es gibt aber Notenbanken, die mit negativem Eigenkapital operiert haben, aber das ist kein Dauerzustand und wird in der Regel auch nur kurzfristig toleriert. Ich bin Sophia Lake, ich bin auch aus Lingen und meine Frage wäre jetzt, Sie haben es schon des Öfteren gesagt, Sie können einfach Gold drucken, wenn Sie wollten. Es ist ja mit Gold so nicht möglich. Zum Glück haben wir Deutschen ja auch etwas von diesem Gold, aber es lagert nun mal nicht nur auf deutschem Boden sozusagen. Wieso ist das eigentlich so oder wieso sollte das auch so bleiben oder auch nicht? Ja, im Grunde ist man bei der Golddiskussion natürlich zuallererst bei der Frage, warum halten Notenbanken überhaupt Gold? Und zwar aus den Gründen, die wir bei der anderen Frage schon andiskutiert haben. Der eine Grund ist natürlich Vertrauen in die Werthaltigkeit der Notenbankbilanz. Wir geben Papier aus, bedrucktes Papier, ist nichts mehr als das. Und dieses Papier hat einen Wert, den es dadurch erhält, dass ihr euch darauf verlassen könnt, damit morgen noch bezahlen zu können. Und das wird natürlich gesichert durch die Eigenschaft als gesetzliches Zahlungsmittel. Diesem Papier, was wir ausgeben, den Banknoten, die wir ausgeben, steht in der Bilanz was gegenüber. Und da ist natürlich Gold ein Aktivposten, der eine besondere Sicherheit ausstrahlt, weil Gold im Gegensatz beispielsweise zu Forderung eben keine Forderung gegenüber Dritten darstellt. Ja, also wenn wir eine Staatsanleihe haben, dann ist das eine Forderung gegenüber einer dritten Partei, nämlich beispielsweise einem bestimmten Staat oder auch Forderung gegenüber Banken. Diese Dritten können ausfallen. Also wenn der Staat nicht mehr zahlt beispielsweise, also wir haben das Problem jetzt nicht, weil wir kaum Staatsanleihen haben, aber wenn dieser Dritte ausfällt, dann haben wir einen Verlust. Das kann bei Gold nicht passieren. Da habe ich keine Forderung, da habe ich wirklich was sehr Handfestes. Auf der anderen Seite unterliegt Gold Wertschwankungen, die ganz enorm sind. Der Preis für die Unze Gold, die schwankt ja hin und her, je nachdem, wie gerade die wirtschaftliche Situation, die Einschätzung, eben die Nachfrage und das Angebot von Gold sich verhalten. Insofern hat man da einen Kurs. Risiko, das sich ja auch in unserer Bilanz, wenn man die anschaut, zeigt. Das ist der eine Grund für Gold. Und der andere Grund, Gold zu erhalten, ist, dass Gold Teil unserer Fremdwährungsreserven ist. Wir wollen für den Fall, dass wir es bräuchten, relativ schnell in der Lage sein, fremde Währungen zu kaufen. So, und das können wir natürlich mit Gold machen, indem wir einfach Gold gegen andere Währungen tauschen und dann diese Währungen für welche Zwecke auch immer zur Verfügung haben. Das ist natürlich eher was man für Krisenfälle diskutiert. Und das ist auch ein Grund, warum Gold dort liegt, wo Gold auch gehandelt wird und wo die Möglichkeit besteht, Devisenreserve oder andere Währungen dafür zu kaufen. New York ist so ein Handelsplatz oder auch London. Ja, Johanna Inke mein Name. Ich bin vom Poltinger Gymnasium in Augsburg und wir haben jetzt eine Frage zu Ihnen als Person, als Bundesbankpräsident. Wie kommt man eigentlich dazu, Bundesbankpräsident zu werden? Der Prozess formal ist relativ schnell beschrieben. Der Bundesbankpräsident wird von der Bundesregierung benannt. Das ist also eine Kabinettsentscheidung. Dann gibt es hier bei der Bank so eine Art Vorstellungsgespräch, wo die Kollegen dann den neuen, das gilt aber nicht nur für den Bundesbankpräsidenten, sondern für alle Vorstandsmitglieder, so ein bisschen auf den Zahn fühlen. Was denkt er so und wie beantwortet er auch die fachlichen Fragen? Da geht es aber jetzt nicht so sehr um Sympathie oder um Emotionen, sondern darum, ob derjenige fachlich geeignet ist für die Position. Darüber gibt dann der Vorstand sein Votum ab. Und dann erfolgt die Ernennung durch den Bundespräsidenten und dann beginnt's. In Abwandlung gilt das auch für die Kollegen im Vorstand. Wir sind 6 insgesamt im Vorstand der Bundesbank. Präsident, Vize und ein weiteres Vorstandsmitglied werden durch den Bund benannt. 3 weitere Kollegen durch die Länder in einem Rotationsverfahren. Also da wären es dann die Länder, die einen Vorschlag machen, aber sonst ist der Prozess relativ ähnlich. Beim Vize ist es auch noch ein bisschen komplizierter, weil die Rolle der Länder da auch etwas hervorgehoben ist.